Welchen Laser sollte man sich wofür und wann kaufen und vor allen Dingen auch für wie viel Geld? Einen Diodenlaser, damit fangen wir mal an. Den kauft man sich, wenn man zum Beispiel große Werkstücke, wie zum Beispiel hier so Schneidbretterlaser möchte oder generell halt große Sachen oder große Serienproduktion, wenn man jetzt zum Beispiel viele kleine Bretter sich lasern möchte. Wie gesagt, das sind alles nur Testdinger, aber ihr wisst, wo die Reise hingeht. Wenn ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier 100 Preisschilder zum Beispiel lasern möchte, dann kann ich das mit so einem Diodenlaser perfekt machen und kann mir dann die dann alle Beschriften ausschneiden und sonst was. Das geht mit so einem Diodenlaser ganz gut. Wie gesagt, das ist so im Prinzip so die Einsteiger-Laserklasse. Das gleiche macht auch ein CO2-Laser, also exakt das gleiche. Also mittlerweile, früher waren die Diodenlaser schwächer. Die hatten halt irgendwie nur 2 Watt. Dieser hier zum Beispiel hat 20 Watt. Die können schon mehr. Und ich hatte mal einen CO2-Laser mit 80 Watt. Der konnte genau das gleiche wie in grün, wie das Ding hier. Der war halt nur arschgroß, arschschwer und nicht kompliziert, aber naja, jetzt mittlerweile sind die Dinger kleiner und sind natürlich viel handlicher im Ganzen hier. Und nicht wundern, dass da so ein tolles Zelt drüber ist. Das ist einfach nur hier, damit man so eine Laserhülle hat. Dann hat man hier noch so einen Ablaufschlauch, wollte ich gerade schon sagen. Wie beim Trockner, so ein Ablaufschlauch. Und der geht dann in meine Absauganlage rein und dann geht das Ganze juhu nach Drusse. Also für Holz- und teilweise auch Metalllasern, das können die Dinger mittlerweile. Einsteigerklasse. In diesem Fall ist es ein Creality Falcon 2. Den gibt es jetzt auch schon mit einem Hardcover-Gehäuse. Videobeschreibung, guckst du und so. Links, alles verlinkt. Dann brauchst du so einen Teil. Kommen wir zum nächsten Part. Und zwar Mischmasch-Laser. Sag ich jetzt einmal. Nicht negativ gemeint. Das ist wirklich ein. Also, das sind eigentlich zwei Laser. Nicht, dass das zwei Geräte sind, sondern das ist einfach nur ein Luftfilter. Mehr ist das gar nicht. Der eigentliche Laser ist das hier. Und im Gegenzug zu diesem hier sieht man, da groß, großes Bretter, großes Laser, da ganz klein. Hier kann man nur halt kleine Sachen machen. Das heißt, der erste Unterschied ist halt schon mal, wenn ihr große Sachen machen wollt, dann mit diesem, nein, geht nicht. Es gibt zwar auch so Extender, die man so hin und her schiebt, so Schiebetische, aber wenn ihr da mehrere Sachen mit machen sollt, dann könnt ihr das vergessen, wie gesagt, dann bleibt lieber bei so einem Ding. So. Apropos 2-in-1 Laser nochmal jetzt hier. Das ist ein Diodenlaser, also genauso wie der hier. Dieser 20 Watt, dieser hier 10 Watt und ein Infrarotlaser, der cool ist für Metall. Also hier solche Geschichten. Man kann dann auf Metall gravieren. Das hat das zwar nicht gemacht, aber ihr wisst dann schon mal ungefähr, wo die Reise hingeht. Und dadurch hat er das hier, wie gesagt, diese Absauganlage, sprich da ist ein Lüfter, dann geht das Ganze hier in den Luftfilter rein und kann dann auch rein theoretisch im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer gelasert werden. Empfehle ich zwar nicht wirklich, aber ist machbar. Und wann braucht man dieses Ding hier? Ganz einfach, wenn man hier zum Beispiel kleine Holzsachen machen will, also hier sowas zum Beispiel oder hier so kleine Preisschilder, hatte ich ja eben schon gezeigt, also die kann man damit auch herstellen, ne, so Kleinigkeiten, alles was hier so, ich sag mal 10x10 cm ist, das geht auf diesem Ding hier wunderbar. Also ne, einwandfrei. Sagt, und das ist so Metall und Holz. Also top geeignet, weil ja, wie gesagt, ein 2-in-1 Laser ist. Kommen wir noch zur dritten Kategorie. Der Laser findet sich auch gerade neu bei mir in meiner Werkstatt. Und zwar Faserlaser. Faserlaser ist im Prinzip auch das, kann das Gleiche, was der auch kann. Also wie gesagt, Holz kann er nicht. Der hat halt nur die Metallschiene. Also sprich, wer nur Metall machen will, in meinem Fall ist es zum Beispiel, dass ich hier ich möchte gerne Messer machen. Das ist hier so ein Testmesser. Messer kann man damit gut lasern. Also alles, was an Metall ist halt eben. Ne? Gabeln, Beschriften oder so. Alles, was am Besteck ist oder so. Rein theoretisch könnte man auch hier so, ne? Hammer, Hämmer oder halt eben auch Werkzeug. Zum Beispiel hier. Ihr seht es ja selber. So, Schublade voller Werkzeug. Welchen Schlüssel kann man richtig gut erkennen? Genau, den hier. Den habe ich nämlich auch gelasert. Oder beschriftet, graviert. Ne? Also geht top. Und da kannst du auch kratzen wie ein Weltmeister. Das kriegst du nicht ab. Habe ich auch mit dem Schraubenzieher auch schon getestet. Was ist das hier? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Genau. Habe ich mit dem Schraubenzieher richtig gekratzt wie ein geisteskranken Messer verkratzt ohne Ende. Aber Beschriftung top. Also das kriegst du nicht mehr ab. Da musst du schon richtig Arbeit machen, um das wieder abzukriegen. Also, dann will ich noch größere Messer machen. Also sprich hier sowas hier. Gesagt, alles, was aus Metall ist. Gesagt, Holz, nein. Plastik, ja. Metall, ja. Und dann Massenproduktion. Wie gesagt, das ist wichtig. Wer da nur eine Klinge mal mit dem Lasern will, der brauchst du dir so ein Ding nicht kaufen, weil der Gerät kostet auch 3 Euro mehr.
Aber wie gesagt, für Massenproduktion, wie gesagt, für meinen Fall, supidupi, also wenn ich Schmuck machen will, oder sonst was alles, sehr interessant. Wie gesagt, kommt ja noch mehrere Videos zu diesem Part hier. Dann guckst du da. So, dann wisst ihr mal ein Update-Video, welcher Laser was, wo, wie kann. Und eingeblendet habe ich ja, was die Dinger kosten. Wer nähere Infos will, ab in die Videobeschreibung, kann ich dazu Videos machen. Oder halt eben guckst du Videobeschreibung, Preise, sonstiges oder andere Videos, die ich schon gemacht habe. Und tschüss.